Und der DAX selbst heute auch ein großer Gewinner. Wir lassen den Tag nochmal Revue passieren und zwar mit Christian Krämer von X-Trade Brokers. Herr Krämer, schönen guten Abend nach Frankfurt. Der DAX also konnte heute wieder kräftig zulegen, die Verluste von gestern fast wieder wettgemacht und das ja trotz schwächenden IFO. Was sind denn die Gründe für diese gute Stimmung bei Ihnen in Frankfurt? Naja, zum einen liegt es eben daran, dass der IFO eigentlich im Rahmen der Erwartungen gelegen hat. Das heißt also, man ist zwar von 111 Punkten ausgegangen, ist es nur leicht runter rausgekommen, man ist bei 110,7 Punkten gelandet. Und man muss eins dazu sagen, der IFO-Geschäftsklimaindex verharrt damit zwar etwas tiefer, aber trotzdem auf recht hohem Niveau. Und das ist natürlich was, was insgesamt die Anleger schon relativ auch am Freuen ist. Außerdem ist die Krim-Krise nicht ganz so hart derzeit, wie man das ursprünglich erwartet hat. Das heißt also, hier hat man ja vor allem Angst, dass vielleicht die Exporte aus Russland zum Thema Öl und Gas in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft geraten. Das scheint derzeit aber nicht der Fall zu sein, denn Russland wird bestimmt nicht sich die Pulsader hier abklemmen und hier das Geld auch noch versiegen lassen, denn da haben sie ja derzeit durch die Sanktionen genügend Probleme. Deswegen können wir den DAX heute mit über 1,6% im Plus sehen und ich denke, das ist ein ziemlich hervorragender Wert. Alles andere als hervorragend, wenn man jetzt zumindest von der Stärke des Euro ausgeht, ist ja die Entwicklung des Währungspaar Euro-Dollar. Es ging los mit der Rede letzter Woche von Janet Yellen. Da ging es dann schon los mit der Talfahrt. Das Euro hat sich immer weiter entfernt von der Marke von 1,40 $. Heute am Nachmittag jetzt auch noch deutlich unter die Marke von 1,38 gefallen. Wie geht's weiter mit dem Währungspaar? Das lag vor allen Dingen wahrscheinlich an der Aussage auch von Jens Weidmann, der hier als Bundesbankpräsident nochmal in Erinnerung gerufen hat oder den Banken zumindest in Erinnerung gerufen hat, gebt bitte die niedrigen Zinsen weiter, ansonsten denken wir über Strafzinsen nach wie vor nach. Und damit hat er das Thema nochmal ins Rollen gebracht und den Euro damit unter Druck gesetzt. Das liegt eben vor allen Dingen daran, dass noch immer die ganzen günstigen Kredite nicht wirklich in die Unternehmen den Weg finden oder auch nicht an die Privatkunden unbedingt den Weg finden. Deswegen überlegt man jetzt derzeit, ob man vielleicht einfach Banken, die zu lange das Geld halten, mit Strafzinsen belegt. Und das wäre natürlich insgesamt für den Euro nicht sonderlich hervorragend. Deswegen sehen wir den Euro derzeit unter Druck. Eine Prognose derzeit zum Euro deswegen abzuliefern ist mit diesen politischen Unwegsamkeiten keine leichte Sache. Da halte ich mich diesmal zurück. Wir sehen aber, die Marke von 1,38 hat er mittlerweile wieder zurückerobert, der Euro. Schauen wir in die zweite Börsenreihe. Es gab heute Zahlen. Bei Leoni war Bilanzpressekonferenz. Das EBIT ist zurückgegangen im Jahr 2013 um rund 30%. Nur noch 163,1 Millionen Euro. Daraufhin wurde jetzt auch um ein Drittel die Dividende gekürzt. Was raten Sie den Anlegern jetzt? Ja, die haben vor allen Dingen das Problem, Leoni, derzeit, dass sie eben mit ihren minus 30% auf 164 Millionen im EBIT runter sind. Das sind keine hervorragenden Aussichten zum einen. Zum anderen lag das an großen Restrukturierungsmaßnahmen, die Leoni vorgenommen hat im letzten Jahr und damit eben ziemlich viele Kosten zu decken hatte. Deswegen auch dieses Minus von 30% zu erklären. Vor allen Dingen aber, was verwirrt die Anleger am allermeisten, das ist nicht nur, dass die Dividende, wie sie schon sagten, um ein Drittel gekürzt wird, sondern eben auch, dass man nicht genau weiß, wie die Restrukturierungsmaßnahmen auch in diesem Jahr vorangehen und was das bedeutet für das Ergebnis natürlich im nächsten Jahr. Deswegen sehen wir die Aktie heute teilweise um über 6% im Minus und das natürlich bei solchen schlechten Nachrichten bzw. bei so vielen Unsicherheitsfaktoren nicht weiter verwunderlich. Dann schauen wir auf eine andere Aktie, auf einen anderen Wert, auf ein anderes Unternehmen, das genau die andere Richtung einschlägt. Gewinn geht ebenfalls zurück im Jahr 2013, aber die Dividende wird erhöht und zwar bei Jenoptik. Wie passt das denn zusammen? Genau, und zwar da sieht man mal, was ein Unternehmen zu leisten vermag, wenn doch insgesamt die Lage relativ stabil ist. Es ist richtig, der Gewinn ist zurückgegangen, die Aktie wurde zumindest von der Dividende her von 18 auf 20 Cent nochmal erhöht. Und wie kann man sich das erklären? Das liegt vor allen Dingen daran, dass man im letzten Jahr vor allen Dingen im Schuldenabbau hervorragend agiert hat. Man ist vom Schuldenabbau von 74,5 Millionen auf 44,1 Millionen reduziert. Man hat sich darauf reduziert. Das ist natürlich immer ein ziemlich guter Wert insgesamt. Außerdem weiß man eben die Prognose vom Vorstandschef hier noch mal zu schätzen, der sagt, dass für dieses Jahr das Ganze noch stabil bleibt, dass die Prognosen, die er gegeben hat, hier an der Stelle auch standhaft bleiben. Deswegen auch der Wert heute mit über 3% teilweise im Plus. Handelsschluss sogar über 5% haben wir gerade noch gesehen. Christian Krämer von X-Trade Brokers. Dankeschön für die Einschätzung und schönen Feierabend Ihnen. Dankeschön.